zum Domizil. Immer eine Stechuhr. Ist bald mal Feierabend? Kann man die Stechuhr mal stechen? Na, der Koch hat jedenfalls schon Feierabend. Na, der Koch hat jedenfalls schon Feierabend. Ist das hier bei allen? Allen so? Na, der Koch hat jedenfalls schon Feierabend. Na, der Koch hat jedenfalls schon Feierabend. Das ist bei allen Items so. Hm. Die Fabrikkanne. Hier hindurch kann man nicht. Jodsalz. Nicht so fluchen, Rufus. Es ist doch nicht von den Kindern. Wurscht. Aha. Ein Hindernis nach dem anderen. Aha, und wie kommen wir jetzt hier weiter? Du Wasserspender. Ein Hindernis nach dem anderen. Ja, okay. Hier kommen wir nicht hindurch. In die Fabrikhalle zurück. Trichter. Vielleicht können wir Bohnensack. Rufus, nicht von den Kindern. Okay, wir können hier nicht. Das können wir nicht in den Trichter tun. Was können wir sonst tun? Zum Innenhof. Tja. Also. Jetzt gehen hier langsam die Optionen aus. Schrottballschläger. Sehr gut. Einen Schrottballschläger habe ich schon mal. Als nächstes werde ich mir dazu die passenden Antworten holen. Okay, Ich bin tatsächlich ziemlich geladen, aber ich finde bestimmt etwas Besseres, um Dampf abzulassen. Okay. Ich bin tatsächlich, aber ich... Trichter. Nimm das! Tja, das hat's wohl nicht gebracht. Vielleicht mit den Anzeigen. Nimm das! Tja, die Attacke ist nicht sehr effektiv. Nimm das! Tja. Zum Innenhof. Können wir vielleicht... Stechuhr. Nimm das! Es hat ein bisschen zu früh geklappert. Aber gut. Ein Hindernis nach dem anderen. Gut, vielleicht kriegen wir die Tür auf. Hier, Schrottballschläger. Tür. Tatsächlich. Keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Tatsache. Raus. Oh, jetzt sind wir hier. Hinüber zu Fahrzeug. Was uns da wohl erwartet. Hey! Hallo! Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nichts ist hier schön. Na doch. Du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich habe keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Ach schon.
Pfefferminztee ist nicht unbedingt, aber ein schöner Tee. Den wäre es nicht schlecht. Ich würde eher so Früchtetee würde ich nehmen. Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Was? Prototyp. Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Kletis. Und R wie Rufus. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Oh, Schreck. Ja, wir treten hier unserem Schöpfer entgegen, wie so schaut. Ja, scheint ganz so. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sexappeal. Hoffnung. Ja, und Sexappeal, nicht wahr? Schon, irgendwie. Ah, der Rufus ist doch ein sexy Typ. Ganz offen, nicht ganz objektiv gesagt. Ich sag mal da irgendwie nicht, dass dann was nicht schlimm wäre. Aber ja. Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind gemeine Arschlöcher und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch, weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich, aber ich hab dazugelernt? Exakt, Tukowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, das aber der Rest stimmt. Ja, weise Worte. Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen. Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. aber... Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Ach, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Tja, Kleider machen Leute. Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen.
Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Entschuldige, was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Ja, Rufus mit seinem... mit seiner Aufmerksamkeitsspanne von 3 Sekunden. Nichts von dem, was du da faselst, ergibt irgendeinen Sinn. Ich weiß. Das war vielleicht ein bisschen viel Information auf einmal. Wenn du Fragen hast, immer her damit. Ich hab da noch welche. Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung, aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Tja, warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh, könntest du kurz, dein Auge wieder reindrücken? Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Ja, sehr toll. Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Ein sehr abgelatschter Turnschuh. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Das Leben. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Natürlich. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Podia ist verloren. Genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Rosa und alles im Arsch. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na dann halt mich doch auf. Stahlträger. Tu es nicht! Aua! Hey! Das tut weh! Das tut weh! Was ist? Das tut weh! Ich höre dich nicht. Das tut weh! Das tut weh! Okay, Stahlträger. Lass das! Ich mach die ganze Gegend hier kaputt. Stopp! Sag nicht stopp. Nein! So! Jetzt bist du dran! Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht! Jetzt war alles umsonst! Na endlich, er hat's verstanden! Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück
um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Oh wei. Der geht dahin. Heul doch! Was? Goal? Ja, das. Ach du Schreck. Goal? Goal? Wir haben den Schläger nicht mehr. Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa. Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Nein, wir brauchen unseren Schläger wieder. Verdammt. Rohr. Ups. Vampirschnabeltier-Eier. Sehr schön. Jetzt geht das schon wieder los. Eier sammeln. Ich brauche einen Handschuh. Ich sollte eine Alterskarriere als Ernährungsberater in Betracht ziehen. Ein Vampirschnabeltier. Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Schön brav sein. Hörst du? Olivenöl. Ich sollte eine Alterskarriere als Ernährungsberater in Betracht ziehen. Jetzt geht das schon wieder los. Ist ja schon gut. Tja, Wasserspender. Ich sollte eine Alterskarriere als Ernährungsberater in Betracht ziehen. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Nicht doch. Errungenschaft freigeschaltet. Vampirromantik. Großartig. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Ich fürchte, das können wir nicht mitnehmen. Tja. Na dann, Konsole. Greifen wir nach der Konsole. Ach du Schreck. Mysteriöse Sechstanzeige. Wasser, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Mineralstoffe. Schalter. Wenn ich diese Anzeigen hier richtig deute, geben sie Auskunft über den Füllstand der Maschine. Tommen denn danach steht Company of Heroes. Aha. Okay. Dieses Symbol steht wohl für Kohlenhydrate. Das heißt also, es ist nicht genug Eiweiß im Tank. Aha. Dieses Symbol steht wohl für Wasser. Das heißt also, es ist nicht genug Wasser im Tank. Dieses Symbol steht wohl für Fett. Das heißt also, es ist nicht genug Fett im Tank. Dieses Symbol steht wohl für Kohlenhydrate. Das heißt also, es sind nicht genug Kohlenhydrate im Tank. Dieses Symbol steht wohl für Mineralstoffe. Das heißt also, es sind nicht genug Mineralstoffe im Tank. Diese Anzeige ist anders, was die wohl zu bedeuten hat. Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Bevor ich mir noch einen Hermes hole, sollte ich erstmal die alten aufbrauchen. Aha. Das kommt nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. Du, mehr oder weniger. Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Ah, okay, wir haben hier Organon. Ach so, hier steht's ja, Organon. Hier haben wir Hermes. Hier haben wir Rufus. Aha.
ja. Zurück. Können wir etwas in den Tank füllen? Ob das hier wohl eine der fehlenden Zutaten ist? Aber wo ist der Tank? Zum Innenhof. Warte mal kurz. Nicht. Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein! Ich hab da aber doch noch. So ein Scheißdreck. Was mache ich denn jetzt? Ich hab da aber noch einen. Hab ich da ein Schnabeltier eingesehen? Vampir-Schnabeltier, ey. Sehr gut. Hinterher springen. Zum Domizil. Runter. Hier entlang. Aha. Können wir vielleicht hier Sachen reinmixen? Ah, sehr gut. Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Ui. Wir haben hier noch ein bisschen Olivenöl. Öl sollte ich mir aufsparen. Es ist eh nicht genug Fett, um Goal wiederzubeleben. Aber nicht, dass ihr der erzählt, dass ich das gesagt habe. Nein. Bin ja normalerweise... Aber das hier... Und stinkt. Ah, das... Ein bisschen Öl. Ich weiß ja nicht recht. Ha, Schwamm drüber. Puh. Das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Okay, da brauchen wir noch ein paar andere Zutaten. Unter anderem Wasser.